Ja, Patrick, der 7. Heimsieg der Kickers in dieser Saison, ein besonderer für dich auch, denn es war heute deine Torpremiere. Ja, freut mich natürlich, dass es zu Hause ist, umso schöner. Und ja, letzte Woche war ich ja nah dran mit dem Aluminiumtreffer, da habe ich mich geärgert, aber jetzt bin ich natürlich froh, dass es mal gefallen ist und hoffe, dass es so ein Knotenlöser ist wie bei Kani zum Beispiel. Da hat es ja auch das erste Tor so ein bisschen beflügelt, deswegen, ja, ich bin glücklich, ja. Was hat denn heute den Ausschlag aus deiner Sicht gegeben, dass es ein 3-2 geworden ist am Ende? Erstmal war es schwer reinzukommen, vor allem für mich, weil die mit drei Verteidigern spielen. Und ja, trotzdem denke ich, dass wir mehr Druck gemacht haben, mehr Möglichkeiten hatten, mehr Ecken und haben uns ein bisschen blöd angestellt bei ein, zwei Kontern. Und daraus sind dann auch, glaube ich, die Tore gefallen, also die Gegentore. Und trotzdem, ja, drei Tore gemacht zu Hause, muss man eigentlich über die Bühne bringen. Für schwache Nerven war es trotzdem nichts. Du hast schon angedeutet, ihr habt auch relativ schnell dann das 1-2 bzw. 2-3 gefangen. Ja, also zwei Standards, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr, aber waren jetzt nicht gerade die schönsten Tore von denen. Aber wie gesagt, mussten wir mit umgehen und war unnötig spannend, ja. Beschreib vielleicht ganz kurz nochmal deins. Das war ja auch mit Vorarbeit sozusagen von Kanica wieder. Ja, das war so auch ein bisschen Zufallsding. Kani macht, glaube ich, einen Seitwärtszieher oder Vollrückzieher und fällt der Ball vor die Füße von mir und einfach eingeschoben, ja. Das sind dann die Dinge, wo man sagt, da muss ein Stürmer eben stehen und dann denkt man wahrscheinlich auch gar nicht mehr nach, sondern macht ihn dann einfach. Ja, da denkt man wirklich gar nicht nach. Also das ist instinktiv und das sind ein paar Millisekunden, da ja, machst du einfach und denkst nicht. Zweiter Heimsieg jetzt in Serie. Was kann man ansonsten mitnehmen für das schwere Auswärtsspiel dann nächste Woche in Halle? Ja, also es war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, damit wir Münster hinter uns halten. Und ja, nächste Woche in Halle wollen wir wieder unsere Auswärtsserie starten, ja. Vielleicht mit dem nächsten Tipp von dir. Wir würden uns freuen und drücken die Daumen. Danke. Ja, Peter Kurzweg ist bei uns nach dem 3-2 und sagt als erstes eben gerade, ich bin richtig sauer. Was ist los, Peter? Ja, ein bisschen sauer über meinen Torschuss, sag ich mal. Zwei, drei Chancen gehabt, zweimal über das Stadion durchgehauen. Ja, weiß ich, dass ich besser kann. Darum ein bisschen jetzt gerade reflektiert, nach der Freude natürlich. Trotzdem, ich wollte gerade sagen, du bist gut reingekommen, wie ihr insgesamt ja auch. Es ging über die linke Seite, über deine Seite auch ziemlich viel nach vorne. Ja, wir haben es gut gemacht. Wir wussten, dass sie mit Fünferkette wahrscheinlich kommen werden und dass wir, Phil und ich, dass wir da viel Platz haben werden. Haben wir auch gesagt, dass die Sechser rausdrehen sollen. Ja, ich hatte oft mit Kani gute 2-gegen-1 Situationen. Ja, mit Kani ist er dann, glaube ich, prädestiniert dafür, dass er so einen Spieler hat. Der kann nach innen ziehen, hat einen super rechten Huf. Ich kann hinterlaufen, kann da meine Stärke einbringen. Ja, hat super geklappt auch. Haben wir auch gut im Griff gehabt, vor allem erste Halbzeit, zweite Halbzeit, ja, eigentlich Deckel drauf gemacht, dann doch wieder sehr, sehr dumm die Gegner ins Spiel zurückkommen lassen. Ja, dann hat man gefightet, die Preußen haben auch gut gefightet. Wir haben gut dagegen gehalten und ja, im Endeffekt verdiente 3 Punkte. Aber es war wieder mal, du hast schon angedeutet, nichts für schwache Nerven. Warum macht das denn immer so spannend dann? Ja, ich habe auch gedacht, so nach dem 2-0, dass jetzt der Deckel drauf ist. Ja, wir es auch gut gemacht haben. Dann so ein dummes Einwurfding da, ich verlängere so halbmäßig, Dave kommt noch ran und dann ja, geht er dem anderen vor die Füße, das müssen wir halt davor klären. Ich muss das Ding schauen, dass ich dann einen Ticken weiter rausklär. Dave muss schauen, dass er das Ding irgendwie direkt, keine Ahnung, 3 Meter in die Höhe dann schießt, dann können wir auch uns auf den zweiten Ball besser orientieren. Ja, so lassen wir sie wieder ins Spiel kommen und dann ja, haben wir auch ein bisschen nicht so gut Fußball gespielt dann, wie in der ersten Halbzeit, finde ich. Nichtsdestotrotz ja, haben wir aggressiv dann trotzdem gegen den Ball gearbeitet und ja, dann noch so ein Freischuss gegen Tor. Okay, wir haben auch das 3-1 dann auch ähnlich geschossen, abgefälschten Ball. Ja, aber ja, nochmal spannend gemacht für die Zuschauer. Ja. Und jetzt, ja, aber glücklich über die 3 Punkte. Ja, und so viel zu kritteln gibt es ja nun auch nicht, finde ich. Welcher Sieg war denn schöner? Der ja letztes Mal im Heimspiel gegen 60, für dich als ehemaliger 60er oder heute, die aber, wo man sagen kann, 44 Punkte, damit müsste dann jetzt erstmal alles soweit unter Dach und Fach sein. Ja, also allein gesagt, unsere Qualität, da dürfte eigentlich gar nichts anbrennen. Nach unten wissen, was wir können. Immer, ja, gesagt, für mich persönlich war letzte Woche natürlich der Sieg schöner gegen 60. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Aber, ja, heute natürlich genauso wichtige 3 Punkte, dass man jetzt, sag ich mal, den Deckel ja, quasi drauf machen kann auf die unteren Ränge. Und ja, jetzt ja, schauen wir mal, können wir befreit aufspielen. Patrick Breitholz hat gesagt, er weiß gar nicht, ob er einen ausgeben muss. Kannst du uns aufklären? Ja, ich gehe davon aus. Also, wenn da nichts kommt, dann wäre ich schon sehr überrascht. Na, Paddy lässt sich da nicht lumpen. Der gibt da schon ein bisschen was aus. Na, dann gehen wir mal nachgucken in der Kabine. Danke, feiert ein bisschen.